Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe und alles, was damit zusammengehört, interessiert. Mein Thema ist heute die S-Klasse. Schmale Füße, eine Besonderheit. Was muss ich beachten? Was kann man verkehrt machen? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Bis gleich. Ein Thema, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, weil es wir auch natürlich hier bei uns im Geschäft sehr oft damit zu tun haben, sind die besonders schmalen Füße. Leider muss ich dann immer den Eltern von Jungs oder Mädels sagen, ihr seid eine Randgruppe, weil mit dieser Art Füßen, die doch ein bisschen sehr speziell sind, lässt sich halt in der Marktwirtschaft nicht allzu viel Geld verdienen. Aber dessen ungeachtet, deswegen muss nicht jedes Kind irgendwas am Fuß tragen, sondern auch dafür gibt es spezielle Schuhe, spezielle Ausführungen. Und wenn man das einfach weiß oder diverse Dinge mit berücksichtigt, auf die ich jetzt im Nachhinein noch mit eingehen werde, dann kann man sozusagen die gröbsten Fehler schon mal mit vermeiden. Wie ihr seht, ich habe im Hintergrund ein paar Schuhe aufgebaut, wo jetzt der Laie erstmal meinen würde, jawohl, das sind alles Schuhe, die sind für den schlankeren Fuß geeignet. Und da kommen wieder das Fachpersonal, aufmerksame Beobachter, Anschauer dieses Videoclips, wird natürlich schon wieder festgestellt haben, aha, die Frau Nowak hat schon mal was vorbereitet. Hier hinten stehen jetzt also verschiedene Modelle. Ich sage jetzt mal einfach der Jahreszeit entsprechend. Mal ein bisschen was Höheres, mal ein bisschen was Flacheres vom Schaft her. Und natürlich auch die offeneren Modelle, weil da, finde ich immer wieder, kann man als Laie sehr, sehr viel verkehrt machen. Und ich sage mal so, wenn wir es nicht jeden Tag in einer großen Stadt oder überall in Deutschland sehen würden, wir müssen leider immer wieder feststellen, dass viele Kinder viel zu kleine Schuhe tragen. Dem wollen wir natürlich mit unseren Videos ein bisschen entgegensetzen. Wir wollen aufklären, wir wollen Sie darauf hinweisen, was alles zu beachten wäre. Weil schließlich soll das Kind ja nicht nur irgendwas am Fuß tragen, sondern ich will ja als Elternteil eigentlich sicher gehen, das, was mein Kind hat, das passt, das sitzt und es läuft einfach gut. Entsprechend der Jahreszeit habe ich jetzt also gerade mal hier 4 verschiedene Modelle an Halbschuhen oder halb hohen Modellen mal mit rausgesucht, die für den Anfang immer sehr schön für den flachen und schlanken Fuß geeignet sind. Nun gibt es ja auch, wie ihr kennt oder wie die meisten vielleicht wissen, diverse Markierungen an den Kartons, wo dann nochmal extra ein Buchstabe oder ein Name für die Weite mit angegeben ist. Das bedeutet, es steht entweder ein S für schmal oder es steht auch das Wort schmal, mittel mit ausgeschrieben in verschiedenen Farbstellungen auf dem Karton. Hier habe ich jetzt mal 4 verschiedene Modelle, die wir jetzt wahrscheinlich auch einem Kunden mit meinem Kind mit schlankeren Füßen zeigen würden. Wie man unschwer sieht, es handelt sich hier um ein Mädchen. Und wir haben es hier hauptsächlich mit der Größe 24-25 zu tun. Und was wir natürlich hier im Fachgeschäft immer machen, wir sehen ja den Fuß nicht nur zweidimensional, also von der Länge, von der Breite, sondern für uns schließt sich jetzt sozusagen hier die Höhe mit ein. Und da würde ich Ihnen das gerne mal zeigen. Ich glaube, die Kamera fängt es dann auch mal mit ein. Was wir mit beachten, nämlich das ist die Spannhöhe. Die Spannhöhe hier vorne. Wenn ich also einen relativ schmalen oder extrem schlanken Fuß habe, dann hat der Fuß natürlich recht wenig Bindegewebe. Die Spannhöhe kann aber variieren. Ich kann also einen flachen Spannfußrücken in dem Falle haben. Ich kann aber auch einen höheren Spann haben. Und je nachdem, wie der Fuß gebaut ist, muss ich natürlich auch das Modell dementsprechend heraussuchen. Wichtig ist für uns zum anderen auch nochmal A, die Spannhöhe, B, wie sitzt der Schuh am Fuß in diesem Bereich, sprich die Fessel, weil wer einen schlanken Fuß hat, hat auch meistens ein extrem schlankes Fersenbein, eine extrem herausschauende Fessel. Fessel ist also dieses Teil, was sich Knöchel nennt. Ja, und was mitunter dann hier zu kleinen Irritationen führen kann, je nachdem wie hoch oder wie niedrig so ein Schaft geschnitten ist. Versierte Hersteller achten ja ohnehin von vornherein schon mal drauf, dass der Schuh eine gewisse Passform hat. Also wir schustern da jetzt nicht irgendwas zusammen, sondern sie haben prämierte Leisten, die nach anatomischen Vorgaben gearbeitet worden sind.
und die natürlich in stetigen oder in diversen Abläufen, Zeitabläufen immer wieder, wie soll ich sagen, korrigiert werden. So, ein großer Spezialist für schlanke Füße bis und für kleine schlanke Füße bis Größe 26 ist zum Beispiel bei uns der Vado und hier in der leichten Barfußausführung der Vadolino. Der Vadolino, wie auch der Däumling, zeichnen sich durch extrem flexible Sohlen aus. Wir haben fast überall mit einer schönen alltagstauglichen Stoßkappe zu tun, wo das Sohlenmaterial manchmal ein bisschen weicher, manchmal ein bisschen fester ist. Auch da wird von uns im Allgemeinen immer nachgefragt, wie aktiv das Kind ist. Nicht, dass ich sozusagen eine kleine Ronja-Räubertochter habe und die säbelt mir innerhalb von 2 Tagen hier die Sohlenkante durch. Weil hier handelt es sich bei Däumling zum Beispiel um ein sehr weiches Modell, was natürlich auch nicht extra eingelaufen werden muss, weil der Schuh sitzt, so wie er ist, einfach perfekt. Besonders eben halt an schmalen Füßen. Und bei Däumling wissen wir auch, dass er neben den Vadolino einer derjenigen Lieferanten ist, die besonders flach arbeiten. Also, das ist immer wieder mein Spruch, Schuh ist nicht gleich Schuh und Größe ist nicht gleich Größe. Deswegen also immer verschiedene Dinge beachten. Und was natürlich für die Mädels gilt, gilt natürlich auch für unsere Jungs. Wie ihr seht, ich habe auch hier wieder mal verschiedene Modelle aufgebaut, alle in einer Größe und wie ihr auch seht wieder, alle doch recht unterschiedlich von der Spannhöhe her. Also der Spann ist immer der Fußrücken, das was hier oben sitzt und wir schauen dann natürlich auch immer dann, wie ist der Sitz hier im Fersenbereich, habe ich ein Polster, habe ich einen glatten Rand, aber wie ihr seht gerade bei den vier Modellen haben wir hier überall mit einer gepolsterten Ferse hinten zu tun. Wir haben überall einen schönen Polsterrand, der den Fuß schön einbettet und sozusagen am Herausrutschen hindert. Nehme ich unsere beiden gelben oder camelfarbenen Modelle mal jetzt hier als Beispiel, fällt jetzt dem sachkundigen Beobachter zum Beispiel wieder auf, aha, hier gibt es ja auch wieder einen kleinen Unterschied von der Spannhöhe her. Und das, was am Fuß dann mitunter, ich sag mal, zu weit erscheint, sagt der Laie dann immer wieder, der Schuh ist zu groß. Ob die Größe richtig ist, das können Sie immer ganz einfach feststellen, sobald sich die Sohle herausnehmen lässt. Ja? Also eine herausnehmbare Ledersohle oder überhaupt eine herausnehmbare Innensohle ist immer goldeswert, weil Sie damit natürlich auch gleichzeitig nochmal die Länge überprüfen können. Nur damit überprüfen Sie die Länge, nicht mit den Zahlen, die hier unten dran stehen. Weil, das werden Sie jetzt auch feststellen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal eine 25 habe, nehme dazu vergleichsweise von einem Lurchi-Modell, der auch noch in Barfußausführung gearbeitet ist, eine 25er Sohle. Und vergleiche das jetzt mal hier damit, ich lege das mal hier drauf, dann kommen wir hier fast auf einen Unterschied von 6 mm, weil für uns ist ja immer ausschlaggebend nicht die Spitze hier, sondern wie viel Platz hat die große Zehe. Nun sind die Barfußschuhe meistens anatomisch korrekt gearbeitet, das heißt also wir haben eine große, gerade Zehenlinie, wir haben eine breitere Zehenbox. Und damit ist es natürlich insbesondere auch für schlanke Füße geeignet, aber da nur unter Vorbehalt. Wenn ich einen hohen Spann habe, sitzt der gut. Habe ich einen sehr, sehr flachen Zehenbereich, sitzt dann meistens der Barfußschuh nicht ganz so korrekt. Aber dem kann man dann immer mit einer leichten Kork oder einer leichten Frottisohle abhelfen, weil manchmal hilft auch für uns als Fachpersonal nur noch die kleine Zauberei mit den kleinen Sohlen. Damit kann ich nämlich entschieden den Sitz im Schuh verbessern. Merke, ich mache damit nur einen Schuh enger, aber niemals kürzer. Weil, das sagt die allgemeine Physik, ist ein Schuh in seinen physischen Grenzen zu klein, zu kurz, dann passt er natürlich dann auch nicht, wenn ich da eine Zwischensohle herausnehme. Ich mache da den Schuh dann nur weiter, aber niemals länger. Und das bitte ich dann im Allgemeinen immer mit zu beachten. Damit kommen wir zum letzten Abschnitt, den sommerlichen Modellen. Und auch hier ist es natürlich wie überall, Modelle gibt es viele,
Aber ich sage es immer wieder zu unseren Kunden, gerade wer einen S1 oder S2 Leisten hat, also wer sich die Füße ordnungsgemäß ausmessen lässt von den Kindern, der wird das also immer mit gesagt bekommen. Und das bedeutet auch immer, der S1, der S2 Leisten, da gibt es nicht so viele Produzenten, die auf dieser Basis arbeiten. Wir sagen es immer so, 80-85% aller Kinderschuhe werden in der mittleren Weite hergestellt oder in der mittleren bis leicht breiteren Ausführung. Ganz einfach, das ist so die große Masse, damit lässt sich Geld verdienen. Die schlankeren Füße sind leider immer, ich sage leider, eine Randgruppe. Und da muss man schon als Elternteil ein bisschen informiert sein oder darauf achten, dass ich da nicht die falschen Schuhe kaufe. So, auch hier nochmal der Hinweis, wir würden immer empfehlen, solche Modelle, die man auch nochmal im Vorderfuß verstellen kann. Und auch da gibt es eine sehr, sehr zahlreiche Form. Ich muss den Fuß im Grunde genommen durch den Schuh hindurch sehen können. Ja, ich muss sehen, dass der schön anliegt, dass der hier nicht zu weit ist, dass der hier oben keine Löcher hat. Dann sitzt so ein Schuh perfekt. Allerdings muss ich auch immer wieder sagen, wenn es Eltern zu eng haben wollen, dann wäre das ja schon wieder der Blasenbildung, würde ich ja damit den Vorzug oder den Vorschub geben. Das heißt also, ein klein wenig Luft, es soll bloß nicht rausschlüpfen, der Fuß. Ein klein wenig Luft darf hier oben sein, weil hier oben ist ja die meiste Bewegung durch das Fußgelenk. Knöchel, ne? So, also auch in dem Falle bitte immer mit drauf achten, dass Schuhe verstellbar sind. Denn auch dieser Schuh zum Beispiel hier von Kickers hat eine schmale Sohle. Ist aber im Vergleich zu vielen anderen fast mit das höchste Modell. Ja, wenn man das jetzt hier so sieht, also hier darf ich jetzt zum Beispiel nicht dem Schuh den Vorzug geben, weil er jetzt besonders toll aussieht in der Farbkombination, sondern einfach hier würde ein schlanker Fuß keinen Halt finden, weil ich hier nichts verstellen kann. Und natürlich sieht auch hier eine Einlegesohle in der Sandale sieht einfach doof aus, muss man so sagen. Also, liebe Eltern, achtet darauf, dass man bei den Sandalen und auch bei den sommerlichen Schuhen immer auf Modelle zurückgreift, die sich vorne schön einstellen lassen. Das betrifft die halboffenen Schuhe und natürlich erst recht die Ballerinas oder Spangenschuhe, so wie wir hier jetzt mal zwei Modelle mal in der Auswahl haben von den Barfußanbietern Girl und Philly. Wie gesagt, Vorsicht bei schlanken Füßen oder bei der extrem schlanken Füßen. Ich muss es immer wieder mit sagen, bei den Barfußschuhen, weil die wenigsten wirklich so schmal gearbeitet sind. Einzig und allein, es gibt natürlich jetzt auch bei mindestens drei Anbietern schmalere Ausführungen im Barfußbereich. Auch hier würde ich immer wieder empfehlen, probieren Sie es im Vorfeld aus. Aber meistens ist es eben halt so, dass der Barfußschuh immer etwas weiter geschnitten ist. Weiter tendierend also zu M und damit nicht unbedingt für den ganz schmalen Fuß geeignet ist. Aber wie gesagt, mit den Söhlchen kann man schon einiges bewirken. So, und jetzt ist natürlich meine große Hoffnung, dass sich das die Eltern von den schmalfüßigen Kindern sozusagen ein bisschen verinnerlichen. Vielleicht beim nächsten Mal auf mehr Aspekte achten als nur die schöne Optik und dass es blinkert. Weil ich muss natürlich sagen, die sogenannten preiswerten Produkte mit Blinkerelementen, Paw Patrol und was es da nicht alles gibt, Prinzessin Lillifui, das sind meistens Schuhe, die aus China kommen oder aus dem asiatischen Raum, die also generell nicht unbedingt jetzt auf einem geprüften Leisten gearbeitet sind. Und ich sage mal wirklich eher mehr für die breiteren bis höchstfall mittleren Füße wirklich von der Passform her geeignet sind. Aber wie dem auch immer, im Fachgeschäft würde Ihnen geholfen und mit einer ordentlichen Beratung würden wir Ihnen das auch gerne alles zeigen und erklären. Das würde also bedeuten, man sieht sich oder man sieht sich nicht. Ich für meinen Teil würde mich auf jeden Fall auf Sie freuen und würde auch wieder sagen, bleiben Sie schön neugierig. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.